Piraten sind ja mittlerweile auf Gotland in Visby gestrandet und haben dort ihre Insel sozusagen, beziehungsweise ihre Stadt, weil sie vogelfrei sind und irgendwo anders hin dürfen. Jetzt ist aber natürlich dem Hochmeister des Deutschen Ritterordens diese Insel ein Dorn im Auge, weil von dort aus natürlich der ganze Handel blockiert wird. Die ganze Hanse wird blockiert dadurch, dass die Piraten von dort aus auf Jagd gehen. Der Deutsche Orden startet also zu einer Attacke auf Gotland und ob sie es schaffen, uns zu vertreiben oder nicht, das lasse ich offen. Vor allem Übel. Der Herr behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in die Ewigkeit. Das Gebet ruft. In unserem Stück wird auch viel über Glauben geredet. Man kann aber hinter Glauben auch eine Menge verstecken und andere Interessen verstecken oder kaschieren. Und darum geht es eigentlich in dem Stück teilweise und auch in dem Lied. Hier wird im Namen des Glaubens werden hier Kriege geführt. Ja? Und deswegen, das habe ich besungen. Lange ist's her. Wie ist es euch ergangen nach dem Tod eures Mannes? Vielen Dank, dass ihr fragt. Etwas spät, aber immerhin. Rechtfertigt ihr die Morde an unzähligen Kaufleuten damit, dass ihr einem hungernden Kind ein Stück Brot gegeben habt? Nennt ihr das Gerechtigkeit? Das Kind ist unschuldig. Es kam nicht für die Welt, in die es geboren wurde. Menschen wie ihr haben sie zu einer schlechten Welt gemacht. Außerdem haben wir nicht unzählige Kaufleute ermordet, sondern sie als Geiseln genommen. Ihr Lösegeld brachte oft mehr als die Ladung des gesamten Schiffes. Ich bitte euch! Gierig habt ihr euch alles genommen, was ihr kriegen konntet. Titel, Ländereien. Die Hansen sind da nicht anders als ihr. Sie kaufen, verkaufen, handeln, drücken die Preise, bis der arme Bauer kaum noch von der Saat leben und seine Familie ernähren kann! Genau! Okay. Hauptsache euer Profit stimmt. Was wisst ihr schon von Profit? Erzählt mir nichts von Gerechtigkeit. Nicht so voreilig, Hochmeister.